Montagabend, 21.15 Uhr. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Electoral. Auch diese Woche erklären wir euch wieder alles Wichtige rund um die Landtagswahl am 28. Oktober. Wir sprechen über die Erfolge der CDU in den letzten Jahren und wir haben einen ganz besonderen Gast, unseren Ministerpräsidenten AD Roland Koch. Hier kommt die zweite Folge Electoral. Los geht's. Und ihr kennt es schon von der letzten Folge. Am Anfang wollen wir euch erstmal auf den neuesten Stand bringen. Und deshalb gibt es jetzt erstmal die Top 3 News aus der letzten Woche. So, jetzt seid ihr auch wieder auf dem neuesten Stand und damit ihr wisst, wen ihr am 28. Oktober wählen müsst, wenn ihr wollt, dass es in Hessen weiter so erfolgreich weitergeht. Deshalb haben wir euch erstmal zusammengestellt, was die hessische Landesregierung in den letzten Jahren so geschafft hat. Drei Kategorien sind es: Sicherheit, Bildung und Wirtschaft. Dazu alles jetzt. Damit ihr wisst, welch gute Arbeit die CDU-geführte Landesregierung in den letzten Jahren in Hessen gemacht hat, wollen wir euch mal exemplarisch an drei Themenfeldern erläutern, welche Erfolge die CDU mit ihren Koalitionspartnern erringen konnte. Die Themenfelder sind Sicherheit, Bildung und Wirtschaft und Infrastruktur. Angefangen mit der Sicherheit. Hessen war noch nie so sicher wie jetzt. Unsere Aufklärungsquote ist mit 63% auf einem Rekord hoch. Seit 40 Jahren wurden nicht so viele Fälle in Hessen aufgeklärt wie im vergangenen Jahr. Unsere Polizeibeamten sind nicht nur bestens ausgebildet, sondern auch bestens ausgestattet. Die Bodycam auf der Schulter oder robuste Einsatzausrüstung für Terrorlagen. Nie gab es so viele Polizisten in Hessen. Der Ausbildungsjahrgang 2018 ist der größte, den es jemals gab. Bis 2022 werden wir über 15.000 zusätzliche Polizisten auf Hessens Straßen holen. Auch die Bildung liegt der hessischen Landesregierung am Herzen. So kommt es, dass wir eine 105-prozentige Lehrerversorgung haben. Das heißt, vor 20 Jahren hatten wir mehr Schüler und weniger Lehrer. Jetzt haben wir weniger Schüler und mehr Lehrer. Und auch in der Hochschulpolitik läuft's. Das Land Hessen hat viel Geld, viele Milliarden Euro in die Hand genommen, um unsere Hochschulen modern zu bauen und modern auszustatten. So gehen wir über einen modernen Campus Westend und haben perfekt ausgestattete private Hochschulen wie die European Business School und die Frankfurt School of Finance. Der dritte große wichtige Themenbereich ist die Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik. Nie hatten so viele Menschen Arbeit. Die Wirtschaft boomt, die Arbeitslosigkeit liegt mit 4,5% auf einem absoluten Rekordwert, und zwar dem niedrigsten Wert. Hier im Rhein-Main-Gebiet ist natürlich das Thema Verkehr und Infrastruktur besonders wichtig. Das Land Hessen investiert 1,1 Milliarden Euro in die Brückensanierung. Alle 12 Autobahnkreuze im Rhein-Main-Gebiet werden saniert. Das heißt am Anfang jetzt erstmal ein bisschen mehr im Stau stehen. Dafür sind wir dann aber für die Zukunft bestens gerüstet mit gut ausgebauten Straßen. Wichtig ist uns auch, dass wir nicht nur auf den Straßennetzen gut unterwegs sind, sondern auch bei den Datennetzen. Hessen hat hier in der Rhein-Main-Region, aber auch im ländlichen Raum, die Bürgerinnen und Bürger mit schnellem Internet versorgt. 50 Mbits müssen die Regel sein. Doch das reicht uns nicht. Deshalb hat die hessische Landesregierung eine Gigabit-Strategie entwickelt, wie die Glasfaser noch näher an die Häuser kommt. Nicht nur in diesen drei Bereichen läuft's in der hessischen Landespolitik. Das habt ihr der CDU zu verdanken und deshalb wählt am 28. Oktober wieder die CDU. Ja, ich glaube, ihr habt gesehen, es lohnt sich am 28. Oktober wieder die CDU zu wählen. Und eine Person, die die Politik der CDU und von Hessen wegweisend bestimmt hat in den letzten Jahren, war unser lieber Ministerpräsident Roland Koch. Vom Frankfurter Flughafen bis zu hochmodernen Hochschulen, wir haben ihm viel zu verdanken. Erst kürzlich feierte er seinen 60. Geburtstag und da haben wir ihm gratuliert als Landesvater und Politiker. Inzwischen ist er Rechtsanwalt, Wirtschaftsmanager und Professor. Und jetzt ist er hier, unser Ministerpräsident Roland Koch, AD.
Hallo. Herzlich willkommen. Grüß dich. Ja, jetzt ist gerade wieder jede Menge Politik angesagt in Hessen und Sie verfolgen das ja bestimmt auch, wenn die aktive Zeit vorbei ist, noch sehr, sehr engagiert. Wie fühlt sich das so an, die Politik von der Seitenlinie zu beobachten? Zum einen ist es natürlich entspannender, wenn man nicht jeden Morgen die Zeitung guckt, um zu sehen, was über einen selber drin steht. Auf der anderen Seite bleibt auch immer dabei, dass man natürlich genau weiß, wie die Beteiligten sich fühlen, was da ist, wie das ist, wenn man Umfragen liest, wenn man im Wahlkampf ist. Und das ist auch ein Stück Mitfiebern. Und es sind ja sehr spannende Zeiten. Es ist auch nicht immer alles leicht erklärbar, was da gerade passiert. Und deshalb kann ich mich nicht lösen. Ich bin auch in einer gewissen Wahlkampfstimmung. Und ich will natürlich, dass Volker Bouffier gewinnt und dass das weitergeht, was ich mit anderen auch ein bisschen versucht habe mit zu starten. Und was ich finde, was ich ja auch sehen lassen kann und deshalb es sich lohnt, dafür zu kämpfen, dass das auch in die nächste Runde geht, mit wieder neuen Ideen, mit neuen Kräften, aber eben weiter in die richtige Richtung. 8 Jahre ist es jetzt schon her, dass Sie den Satz gesagt haben, Politik ist ein großer Teil meines Lebens, aber Politik ist nicht mein Leben. Wie sieht das Leben von Roland Koch denn jetzt aus? Was hat sich geändert? Was ist der Unterschied zwischen dem Leben als Politiker und als Wirtschaftsmanager und Rechtsanwalt? Ja, es ist immer noch viel Arbeit. Das ist auch gut so. Es ist Gott sei Dank immer noch spannend. Es ist nicht mehr so konzentriert darauf, was ist die Wirkung des nächsten Tages, die Presseerklärung, das nächste Internet, Facebook, Twitter oder sonst was Gewitter. Aber es ermöglicht mir eben auch, viele von den Erfahrungen einzubringen. Ich sitze heute in meinem Beruf an einer Schnittstelle zwischen denen, die Regulierung und Gesetze machen, denen, die sie verstehen und anwenden müssen und denjenigen, die einen Rat geben können, wie die beiden miteinander reden. Weil ja häufig wichtig ist, dass derjenige, der eine Regel macht, egal ob es eine Plattformregulierung in Zukunft oder eine Frage des Dieselautos der Zukunft ist, in dem immer die Frage ist, wie kann das überhaupt gehen, wie kann das machbar sein? Politiker haben Ziele, Unternehmen haben auch Ziele, die sind nicht immer identisch. Und ich habe ein bisschen meine Arbeit an diese Schnittstelle gelegt und berate eben häufig auch Unternehmen, indem ich in ihrem Aufsichtsrat sitze, indem ich sie mitverantworte, ein bisschen, wie kann man sich erfolgreich bewegen, indem man auch Rücksicht auf das nimmt, was die Bevölkerung repräsentiert durch ihre Parlamente und Politiker am Ende will und nicht ständig gegen Windmühlen zu kämpfen. Wenn man sich die Schlagzeilen der letzten Woche anguckt oder der letzten Wochen anguckt, hat man das Gefühl, dass sich Politik und auch der Politikbetrieb verändert hat in den letzten Jahren. Die Skepsis gegenüber Politikern ist gegebenenfalls ein bisschen größer geworden, auch gegenüber den Medien. Wie schätzen Sie das ein? Wie hat sich die Politik in den letzten 10 Jahren verändert? Wahrscheinlich hat sich die Politik weniger verändert als die Betrachtung der Politik. Was aber egal ist, weil am Ende muss in der Demokratie derjenige, der wählt, überzeugt sein und nicht derjenige, der gewählt ist. Und deshalb muss zunächst einmal auch die Frage gestellt werden, wie sind die Mechanismen von Politik auf heutige Zeit anwendbar? Hier ist alles sehr schnell geworden, auch sehr emotional geworden. Der große Vorteil, dass man sich informieren kann mit modernen Medien, dass jeder auf seinem Handy, Laptop oder wo immer, allzeit überall sein kann, bedeutet objektiv, dass er viel besser informiert sein könnte. Was aber, glaube ich, auch wahr ist, ist, dass viele deshalb weniger informiert sind, weil sie aus der Vielfalt des Angebots Dinge auswählen, die mit aktueller Information wenig zu tun haben. Nachrichten sind nicht der Renner. Gerade auch für jemanden wie Volker Bouffier als Ministerpräsidenten ist das häufig ein Problem, wenn Nachrichten schon nicht die Renner sind, also Nachrichten über Landespolitik sind überhaupt nicht die Renner. Das heißt, ganz, ganz viele, auch junge Menschen, die jetzt vielleicht uns zuschauen und die wählen werden, werden sagen, was macht denn überhaupt Landespolitik? Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie davon etwas erfahren, ist geringer geworden, obwohl eigentlich die Möglichkeiten, etwas darüber zu erfahren, größer geworden sind. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, Politiker können damit noch nicht richtig umgehen. Sie werden wahrscheinlich manchmal die junge Generation einfach als Übersetzer brauchen, wie ich das auch tue. Aber auch Menschen in anderen Bereichen tun das weniger. Nun habe ich eine Mitverantwortung für Vodafone. Also ich sehe einen, bei dem täglich der ganze Traffic drüber geht und sehe deshalb vielleicht auch ein bisschen modernere Entwicklungen
schneller als andere, vielleicht auch ein Stück voraus als andere. Aber das ist alles Technik. Das hat nichts damit zu tun, wie Menschen darauf reagieren. Und da werden wir noch ein paar ganz spannende Jahre vor uns haben, ob sich das neu einpendelt. Da ist noch viel Ungleichgewicht. Kann man zusammenfassend sagen, dass quasi die Globalisierung, wie sie in die Wirtschaft, in unser aller Leben Einzug gehalten hat, auch in den Politikbetrieb Einzug genommen hat, dass eben immer mehr Verantwortung an höhere Ebenen oder immer mehr Kompetenzen an höhere Ebenen abgegeben wird und dadurch so eine Kluft entsteht zwischen dem Ort, wo Politik gemacht wird und dem, wo die Menschen sind mit ihren Sorgen sozusagen? Ich habe nicht immer den Eindruck, dass der Bürgermeister besser verstanden wird als die Bundeskanzlerin. Also ich glaube, die Frage von relativer Nähe ist keine ausreichende Erklärung. Aber wenn ich eben in einer Situation mich fühle, dass ich in Sekunden Follower organisieren kann und die nächsten zwei Stunden auf dem Rathausvorplatz stehe mit einer Demonstration, dann erwarte ich eigentlich auch, dass meine Wünsche, was immer die sind, die ich gerade neu kollektiv vielleicht gebildet habe, in den nächsten Stunden erfüllt werden. Das ist unmöglich. Der Mensch, der da im Rathaus oder in einer Regierung sitzt, schaut da runter und sagt, das ist unmöglich. Das ist aber natürlich zu wenig, weil der Wunsch kann ja trotzdem richtig sein. Aber durch diese Frage entsteht eine andere Form von Nähe und Ferne. Das hat nichts mit Räumlichkeit, nichts damit zu tun, ob man im Dorf ist oder global. Das hat etwas damit zu tun, Geduld, Verständnis für Prozeduren, am Ende das arrogante Wort von Rationalität ein Stück einzubringen gegenüber, ich will, ich kann mich organisieren, ich kann mich durchsetzen. Und das gelingt überhaupt noch nicht. Und das führt dann zu wütenden Emotionen, führt offensichtlich auch zu Aggressionen, zu Radikalität, weil man sagt, wir organisieren uns doch, wir wollen das jetzt durchgesetzt, weil die anderen sagen, die müssen doch wissen, dass es so schnell nicht geht. Ich glaube, dieses, Neudeutsch würden wir das Mismatch nennen, von Erwartungen, ist etwas, was die Politik so nicht lösen kann. Also wenn diese Erwartung so bleibt, alles muss sofort und so, wie ich es gerade haben will, dann wird Politik scheitern, dann ist das Chaos. Aber das wechselseitige Verständnis, das heißt, wir hören euch trotzdem zu. Wir sind nicht unsensibel gegenüber diesen Entwicklungen. Wir versuchen unser Bestes. Aber diese Debatte hat kein Vertrauen. Und dieses Vertrauen muss man sich im Laufe der Zeit erarbeiten. Das wird an manchen Punkten ein Generationsproblem sein. Das ist in jedem Fall ein Problem, Anstrengungen zu zeigen, zuzuhören, sich zuzuwenden und nicht einfach zu sagen, dieses neumodische Zeug brauche ich nicht. Das ist zu wenig. Eine Partei, die von dieser Unsicherheit und dem bisschen ins Wanken geratene Verhältnis von Politik und Bürgern ist die AfD. Was müssen wir als CDU tun, um dafür zu sorgen, dass eben Menschen mit Ängsten, mit Sorgen, auch mit Enttäuschungen nicht direkt eine Partei rechtspopulistisch wie die AfD wählen? Ich glaube, es gibt zwei sehr unterschiedliche Dinge. Das eine ist, wir müssen nachdenklich bleiben, wenn Menschen Vertrauen verlieren. Und es gibt Wähler, auch in der CDU, wobei man immer sagen muss, die meisten Wähler der AfD haben nie im Leben CDU gewählt. Das ist kein CDU-Problem. Das ist ein Problem, das unsere sozialdemokratischen Kollegen mindestens genauso haben an dieser Stelle. Aber trotzdem, es könnte ja sein, dass die alle CDU-Wähler geworden wären, weil sie frustriert sind. Das sind sie nicht. Also gelingt es uns nicht, ihre Themen anzusprechen. Und da muss man sich an die eigene Nase fassen. Es ist offensichtlich so, dass dieser Vorwurf, Politik verdrängt Dinge, verschweigt Dinge, auch gegenüber der CDU erhoben wird. Und das hat gelegentlich auch etwas mit der eigenen Tagesordnung zu tun. Mag sein, dass wir in dem Thema Zuwanderung, mag sein, dass wir in dem Thema Sorgen der Menschen mit ihrem Einkommen im Alter, aber auch Sorge von Menschen, dass die Jugendlichen, ihre Kinder, keine dauerhafte Beschäftigung mehr finden, sondern nur Praktikumsjobs und zeitlich befristete Verhältnisse, dass wir nicht sensibel genug zugehört haben, um zu sagen, wir kümmern uns um diese Fragen. Objektiv kümmert sich CDU um diese Fragen, aber sie ist offensichtlich nicht überall in der Lage gewesen, auch die Erfolge, die sie dabei hat, zu erklären. Das ist das eine. Das andere, finde ich, muss man aber genauso klar sagen, die AfD ist für Menschen, die in diesem Land auf Dauer friedlich leben wollen, eine indiskutable Partei. Da gibt es durchaus Menschen, die da Mitglied geworden sind, die den Euro nicht mögen oder sonst was. Aber die Partei ist die sind alle ausgetreten.
Alle, die die Partei mal gegründet haben, Leute, die auch in der Wirtschaft Bedeutung hatten, da war ja mal ein Präsident der deutschen Industrie dabei, alle sind davon gegangen, weil sie gesagt haben, mit den Leuten, die da sind, kannst du, wenn du ein anständiger Demokrat bist, nicht zusammenarbeiten. Und die da geblieben sind, das sind Leute, die haben keine Hemmung, rassistische Dinge zu sagen. Die haben keine Hemmung, eine Sprache zu gebrauchen, die Menschen zu Gewalt treibt. Die haben keine Hemmung, am Ende davon zu reden, dass dieses Land eine Revolution braucht. Was bedeutet, diese Verfassung außer Kraft zu setzen? Und da, glaube ich, muss man sagen, Parteien müssen sensibler werden. Parteien haben Fehler gemacht, das sollte man am besten eintreten und sie ändern. Aber die AfD ist keine Antwort, die man geben darf, wenn man will, dass man selbst seine Kinder und seine Eltern in diesem Land friedlich miteinander lebt. Ja, herzlichen Dank. Zum Ende unserer Interviews hier müssen immer oder können 10 Fragen in 100 Sekunden beantwortet werden, die alle nicht ganz ernst gemeint sind. 100 Sekunden, ich schaue mal auf die Uhr. Ich fange mal an. Nummer 1, mit Hessen verbinde ich? Ein tolles Land, wirklich schön zu leben. Metropolregion oder ländlicher Raum? Am besten, dass es nur nah beieinander liegt, dass man beides genießen kann. Ich bin gern im Rheingau und wahnsinnig gern in der Innenstadt von Frankfurt. Der erste Vers des Hessenliedes? Um Gottes Willen. Handkäse oder Allewurst? Allewurst. Die Hessen macht aus? Dass sie ziemlich weltoffen sind, selbstbewusst und vielfältig. Tarek Al-Wazir oder René Rock? Jeder hat da seine Rolle. Mein Highlight in der Politik? Ist im eigenen Erleben sicher die Zeit unmittelbar nach der deutschen Einheit in den Ländern, die heute deutsche Bundesländer sind. Social Media oder Haustürwahlkampf? Beides. Die Junge Union ist für mich? Ja, der Ort, an dem ich politisch groß geworden bin, an dem ich die Dinge, die für mich in meiner politischen Arbeit wichtig waren, gelernt habe. Aber auch der Ort, in dem ich die meisten der Menschen gefunden habe, bei denen ich heute mich sehr darüber freue, dass sie meine Freunde sind. Und als letztes, am 28. Oktober ist für Hessen ein wichtiger Tag, in dem man aufpassen muss, dass man nicht kurzfristig Ärger über langfristigen Erfolg stellt. Wir haben früher immer gesagt, das Gefährlichste ist, wenn ein Kind sagt, es geschieht meiner Mutter ganz recht, wenn ich mir die Finger auf der Herdplatte verbrenne. Weil sie hat ja nicht aufgepasst. Aber es sind die Finger des Kindes. Und das gilt auch für Erwachsene. Demokratie ist eine spannende Sache, aber man gibt für 5 Jahre im Voraus einen Auftrag, das Land anständig zu regieren. Und das ist was sehr, sehr Ernstes. Herzlichen Dank für dieses Schlusswort. Das war die 2. Folge Electoral. Am Mittwoch, denkt dran, gibt es wieder Politprakti am Mittwoch um 18 Uhr auf Facebook und Instagram TV. Um 18 Uhr seht ihr da die Folge, die sich um die Plenardebatte dann dreht. Am Wochenende sind wir beim Deutschlandtag in Kiel. Auch da lohnt es sich, in den Social-Media-Kanälen der Jungen Union Deutschlands mal reinzuschalten. Und in der nächsten Folge begrüßen wir dann Ihren Nachfolger als Landtagsabgeordneter, unseren Landtagsabgeordneten im östlichen Main-Taunus-Kreis, Christian Heinz. Vielen Dank fürs Zusehen und schaltet auch nächsten Montag wieder ein. Ja.